Wir sind hier auf dem Messestand der Firma Senertec. Das steht für Sachs Energietechnik in Schweinfurt. Herr Freischlatt ist Mitarbeiter bei dieser Firma und auf diesem Stand haben wir ein hochmodernes Energieerzeugungsaggregat, nenne ich es erstmal, und drei Äpfel obendrauf. Welche Bedeutung haben denn diese Äpfel? Ja, wir benutzen diese Äpfel immer sehr gerne, um anschaulich zu machen, wie unsere Energiesituation heute in Deutschland ist. Die großen Energieversorger setzen drei Teile Energie in ihr Kraftwerk ein und nur ein Drittel kommt bei uns an der Steckdose an, aber wir müssen alle drei Teile der Energie bezahlen. In den Kraftwerken der deutschen Kraftwerke gehen zwei Drittel der eingesetzten Energie als Abwärme verloren. Die haben zurzeit einen Wert von etwa 80 Milliarden Euro per anno. Wir nehmen diese drei Teile Energie und setzen sie in unseren DAX, die stromerzeugende Heizung, ein, machen auch ein Drittel davon zu Strom und zwei Drittel werden auch dort Wärme, aber diese Wärme schicken wir nicht mehr über einen Kühlturm in die Umwelt, sondern damit beheizen wir unser warmes Wasser und unsere Gebäude. Kann man das an diesem Gerät mal im Einzelnen zeigen, wie da was funktioniert? Ja, wir haben in dem Fall einen Gasverbrennungsmotor, der kommt aus dem Hause Sachs in Schweinfurt. Das ist ein Einzylindermotor mit einem liegenden Kolben. Angestockt ist ein Drehstromgenerator oder auch Dynamo genannt. Ähnlich wie in unserem Auto eine Lichtmaschine haben wir aber unsere ganze Kraft zur Verfügung zur Stromerzeugung. Und die Abwärme, die auch da beim Verbrennungsprozess anfällt, die nutzen wir, indem wir das Rücklaufwasser aus der Heizung über den Abgaskondenser, über die Kühlung des Generators und die Kühlung des Motors wieder in das Heizsystem abgeben. Um im Bild zu sprechen, wie viele Äpfel gehen denn hierbei bei diesem System ungenutzt in die Luft? Ja, wir haben auch noch etwa 10% Verluste, die mit dem Abgas weggehen. Da nehme ich den Apfel immer ganz gerne und sage, bei uns bleibt eigentlich nur noch der Stiel übrig. Denn Brennwertnutzung heißt, den Apfel einschließlich Kerngehäuse aufessen. Deutsche Heizungen haben in der Regel einen Wirkungsgrad von 94, 95, 96%. Aber in Wirklichkeit ist dann definiert, dass das Kerngehäuse nicht mitgegessen wird. Eine Heizung mit 6% Wirkungsgrad, 6% Verlusten, hat in Wirklichkeit eigentlich 18% Verluste. Denn im Kerngehäuse, im Brennwert des Abgases, sind nochmal 12%, die aber nie auf einem Schornsteinfegerprotokoll stehen. Das heißt, wenn unsere Heizungskunden wüssten, dass sie eigentlich statt 6, wie es auf dem Protokoll steht, 18% Verluste hätten, dann würden sie sicherlich schon längst ihre Heizung ausgetauscht haben. Kann man das mal so in etwa überschlägig jetzt für ein normales Einfamilienhaus in etwa kalkulieren? Wie sieht das wirtschaftlich über 20 Jahre aus? Ja, ein Einfamilienhaus, was heute einen Kessel hat, der vielleicht ausgetauscht 5.000 bis 10.000 Euro kostet und dann jährlich 2.500 Euro Heizkosten hat, geben in den nächsten 20 Jahren 50.000 Euro zum Heizen aus. Wenn man nur eine Preissteigerung von 5% zugrunde legt, werden aus den 50.000 Euro bereits 100.000 Euro. Und diese 100.000 Euro sind im Verhältnis zur Anschaffung der Heizung natürlich das Hauptgewicht. 10% Anschaffung, 90% Brennstoffkosten. Bei dem DAX muss man zwar 35.000 Euro netto auf den Tisch legen, hat aber dann im Einfamilienhaus von den 2.500 Euro Heizkosten 1.600 Euro gespart. Und das wird in den nächsten Jahren bei steigenden Energiekosten immer mehr werden, die Einsparung. Denn wir erwirtschaften alles, was wir reinstecken, aus dem Stromerlös. Das heißt, wenn der Gaspreis sich verdoppelt, hat sich in den letzten Jahren auch der Strompreis verdoppelt. Die Wärme ist dann im Mehrfamilienhaus gratis, im Einfamilienhaus zu 65% gratis. Also im Einfamilienhaus kommen wir auch einmal im Jahr zu einem Ölwechsel, bei einer Ölanlage mit dem Bußpartikelfilteraustausch. Bei jeder zweiten Wartung tauschen wir bei der Gasanlage die Zündkerze aus. Und wenn wir eine Fernüberwachung haben, dann würde sich der Kessel bei uns immer 300 Stunden vor dem Wartungsintervall anmelden. Wir haben dann die Chance, innerhalb der nächsten 14 Tage die Wartung durchzuführen. Der Kunde braucht sich eigentlich um nichts zu kümmern. Sie haben eben im Vorgespräch schon mal angedeutet, dass Sie mit diesem Kraft-Wärme-Kopplungsprinzip sich auch integrieren können in ein Gesamtenergiekonzept aus Solar, aus Wind.
aus anderen alternativen Energien. Wie sieht das im Einzelnen mal aus? Kann man da mal ein Beispiel nennen? Ja, wir haben ja die Situation, dass wir bis 2040 in Deutschland 50% der Energie aus erneuerbarer Energie machen wollen. Aber Wind und Photovoltaik ist natürlich nicht immer zur Verfügung. Und das kann man fantastisch ergänzen mit dezentralen Kraftwerken, die wir dann in den Wohnhäusern, in den Gewerbeobjekten, in Schulen und Turnhallen einsetzen. Wir werden arbeiten daran und werden bis Juli eine entsprechende Vernetzung auf den Markt bringen, dass wir genau dann, wenn kein Windstrom zur Verfügung ist, Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung zur Verfügung stellen können und damit Regelenergie bereitstellen. Die Universität Clausthal-Zellerfeld hat das in einem Feldversuch schon unter Beweis gestellt. Wir können erneuerbare Energien mit der Ergänzung aus der Kraft-Wärme-Kopplung hervorragend zu Regelenergie machen. Zum Glück haben inzwischen die Finanziers der Kohlekraftwerke das kapiert und sind zurückgetreten von ihren Finanzierungen, ob das in Emden ist oder in der Rheinaue in Bingelheim. Diese Kohlekraftwerke sind aus finanziellen Gründen zurückgestellt worden, denn so ein Kraftwerk rechnet sich erst innerhalb von 40 Jahren. Und wenn wir mit erneuerbaren Energie unsere Ziele erreichen und mit Kraft-Wärme-Kopplung ersetzen, dann könnten wir uns 50% der Primärenergie in Deutschland sparen und könnten uns große Übertragungsleitungen sparen, denn wir erzeugen immer die Energie da, wo Strom und Wärme gebraucht wird. Eine ideale Ergänzung ist, wenn man zu den Wärmepumpen, davon sind alleine im letzten Jahr 70.000 Stück ans Netz gegangen, eine Kraft-Wärme-Kopplung in Verbindung mit einer Wärmepumpe immer im Nachbarhaus, denn die Wärmepumpe braucht den meisten Strom dann, wenn wir auch die meiste Wärme brauchen. Und wir könnten den Strom dann einfach ins Nachbarhaus schieben und könnten uns damit gegenseitig ergänzen. Wir würden die Stromkosten für die Wärmepumpe senken und gleichzeitig unsere Erlöse auf der Stromseite verbessern. Glauben Sie, dass dieses Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung genauso ein Exportschlager werden könnte in der Zukunft? Ja, davon bin ich fest überzeugt, denn alle großen Heizungshersteller haben inzwischen die Kraft-Wärme-Kopplung für sich erkannt. Wir als Pioniere müssen da natürlich den Vorreiter spielen, aber Viessmann hat einen Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplung gekauft, Buderus hat einen Hersteller von Kraft-Wärme-Kopplung gekauft. Wir gehören inzwischen mit Brötje zusammen zu Europa drittgrößtem Heizungshersteller. Die Kraft-Wärme-Kopplung wird kommen, das ist überhaupt keine Frage. Nur ob sie so schnell kommt, wie wir uns das wünschen, das hängt ein bisschen an den politischen Rahmenbedingungen. In den Meseberg-Beschlüssen ist angegeben worden, dass wir bis 2020 den Anteil der Stromerzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung verdoppeln wollen. In Hessen haben wir da...